Moin Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Chase Turbo Senna Forever DLC Play. Nenne ich es jetzt mal so einfach ganz grob. Ich bin euer Gerhard mit Bauch und wir starten heute den lang ersehnten Karrieremodus. Ja, in meiner ersten Folge, auch die erste Folge seit langem, dass ich denn diesen Titel überhaupt mal wieder spiele, habe ich euch ja Senna Forever DLC ein bisschen näher gebracht. Hintergründe, Umfang und wir haben in der Weltmeisterschaft die Neulingsklasse angespielt. Wir gucken nochmal drauf. Die Neulingsklasse 6 Zufallsrennen. Ich habe ja gesagt, 15 Strecken gibt es. 15 berühmte Strecken, auch mit ihren ursprünglichen Verläufen. Ursprünglich in dem Sinne, zum Beispiel Hockenheimring sah ja nicht so aus wie heute Hockenheimring, sondern früher hat er noch einen riesen Bogen gehabt. Der Hockenheimring war relativ lang. Aus Kostengründen und Instandhaltungsgründen hat man sich ja dann um die 2000er, hat man sich ja dazu entschlossen gehabt, die Strecke zu kürzen. Heute kann man zwar einige Abschnitte in... Ja, die Rekultivierung ist vorangeschritten, aber man kann immer noch erahnen, wo früher die Strecke lang ging. Und ja, wie gesagt, die ist hier in ihrer Urform drin. Ihr dürft natürlich aber nicht jetzt 1:1 Originalumsetzung erwarten, sondern halt in der Darstellung, wie es das Spiel herpräsentiert. Genauso wie die Fahrzeuge. Fahrzeugmenge hatte ich euch auch bereits gesagt. Es gibt 34 spielbare Fahrzeuge im Champions-Modus. 18 davon müssen freigeschaltet werden. Und es gibt 6 spielbare in der Karriere. Und wir spielen jetzt die Karriere, die laut den Entwicklern ein bisschen die spektakulärsten Momente von Senna widerspiegeln, als auch so ein bisschen frei interpretiert sind oder frei inspiriert sind. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal einfach. Ein neuer Herausforderer nimmt an der größten Rennmeisterschaft der Welt teil. Aufgrund des Wettbewerbs und kleinen Teams musst du sein Talent beweisen. Ja. Damit reden sie von der Geschichte von der Zeit 84. Ja, oben Debüt 84. Toleman. Das war die Zeit in Toleman und auch. Ja. Die Meisterschaft geht gerade los. Ein alterer Motor konnte vielleicht dann. Sammle alle Münzen. Sammle Sprit in Runde 2. Benutze 4 Nitros. Und wo starten wir? In Brasilien. Gucken wir uns einfach mal an. Fortschritt. Gibt's noch keinen. Okay, alles klar. Na, dann starten wir mal. Da haben wir den Toleman. Oder hier auch genannt Thunder. Auch den entsprechenden Helm von Ayrton. Wert 2,1 für Treibstoff. Treibstoff wäre dann 6,0 mit Verbesserungen. Da der Wagen veraltet ist, gehe ich mal auf Aerodynamik. Das ist besser. Also ihr habt halt da 3 positive Effekte, die ihr einsetzen könnt. So. Sammle alle Münzen. Wir starten im Cockpit-Modus. Ja, wir machen einfach Cockpit. Übrigens, Schwierigkeitsgrad kann man nicht einstellen. Also zumindest ist es nicht in den Optionen gegeben. Ne? Also. Was ich gerade sehe, der Rückspiegel ist ja voll animiert. Ist ja geil. Der Ferrari vor mir fährt erstmal durchs Gras. Warte, so ein kleines Stück. Oh.
Gut, alle Münzen werde ich nicht erreichen, weil das waren die beiden. Die liegen auch ein bisschen blöd in der Ideallinie, muss man jetzt sagen. Also. Ja. Verdammt. Oh, doch. Doch geschafft. Für den ersten reicht es leider nicht. Da. Naja, egal. Zweiter Platz ist auch ganz gut dafür. Reisburg. Kike Reisburg. Geil. Habt ihr gesehen? Ja. Da. Entschuldigung. Filatte. Filatte. Chakras Filatte. Das sollte wahrscheinlich Nils im Piquet sein. Niki Lauda. Das soll Niki Lauda sein. Nikoladek. Geil. Ante Pio. Antoine. Ja, keine Ahnung. Passt schon irgendwie. Also, ja, ein paar findet man da schon heraus, also, wenn man genau drauf guckt. Oh, Südafrika. Hier nicht alle Ziele, wie gesagt, die Münzen konnte ich nicht einfahren. Erlange mindestens den dritten Platz, sammle ein Nitro, benutze 4 Nitros. Sollte kein Thema sein. So lange Strecke ist immer mit Sprit. Ganz schlechter Start. Sehr lange gerade, da kann man richtig Feuer reinkloppen hier.
McLaren vor mir. Nee, Ferrari. Doch, die McLaren. Oh, das war ein Fehler, hoffentlich. Man merkt, man ist mit dem Auto hier ein bisschen... Oh, verdammt, da hat er noch Nitro gehabt. Ja, man ist mit dem Auto ein bisschen, wenn man zu lange in die Kurven reingeht, dann fängt das Auto an, extrem abzubremsen. Das hat man bei, das hatte ich bei dem anderen, bei dem Lotus nicht. Oder beim ich glaube, Sakur oder beim Roland. Ich glaube, beim Roland ist das. Da hatte ich das nicht, das Problem. Alles klar. Oh, ho, ho, ho. Belgien. Dritter Platz. Sammle alle Münzen. Sammle Sprit in Runde 2. Schwierige Situation. Ja. Entschuldigung. Ja, dann. Wollen wir mal reinklotzen. In dem Sinne, Benzin ist da deutlich Trumpf. Schönes Wetter, geil. Boah, ja, die Rouge. Ey, so geil. So geil gemacht. Echt keine. Wow. Also an dem Zeitpunkt speise ich mir gerade echt die Zähne aus. Ja, die Orange mit Nitro genommen, Alter. Sehr gut. Das war jetzt ultra fies. Ich wollte eigentlich links Nitro aufnehmen, aber Nitro kommt hier zum Schluss und nicht am Anfang. Boah, dritter Platz. Also man merkt es tatsächlich, es ist echt schwierig, mit diesem unterlegenen Auto so weit nach vorne zu fahren. Wo ist eigentlich mein Teamkollege?
Oh, Platz 16. Johnny könnte übrigens Johnny Herbert sein, wenn ich so. Aber gut. Könnte man so hinnehmen. Gut, das Ziel nicht erreicht. Beide Ziele nicht erreicht. Das ist schade. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Akku. Damit wollen sie übrigens auf den Überraschungserfolg von Senna in Monaco hindeuten. Benutze 3 Nitros in Runde 3. In der letzten Runde. Regenrennen. Ich gehe mal hier tatsächlich auf Nummer sicher und verbessere das Handling, damit wir da besser durchkommen. Dann mal los, Monaco. Superpreis von Monaco. Start war schon mal gut. Da ist mir, glaube ich, gerade einer hinten reingefahren. Ich weiß übrigens auch nicht mal, wie viele Münzen ich eingesammelt habe. Ich glaube, die anderen beiden habe ich noch nicht erwischt gehabt. Ich hoffe, jetzt habe ich 2 abgehakt, aber ich glaube nicht. 2 Ziele. Rainmaster. Ja, besser gewesen, wenn ich gewonnen hätte, aber das war schon...
Das ist sehr schön. Das ist so eins dieser besonderen Momente in Sennas Karriere. Jetzt weiß ich auch wenigstens, was das bedeutet, dieses Symbol. Kanada. Liebe ich wie Sau die Strecke. Benutze drei Nitros. Ja gut, drei Nitros in Runde 3. Ich war dabei noch eine. Lange mindestens Platz 2. War sehr schwierig. Na gut. Weiter im Programm machen wir Kanada. Kanada machen wir Aerodynamik. Verdammt, ich habe jetzt auf die Ziele nicht geachtet. Na egal. Achso, benutze 4 Nitros, führe einen perfekten Start aus. Ja, der war schon mal nicht perfekt. Weit ausgetragen. Unglaublich. Die Kurve haut mich jedes Mal raus. Boah, nicht die perfekteste Leistung, aber gut. Und es stehen immer die. Stehen immer dieselben drei oben. Auch wieder nur eine. Alle Münzen, ja gut, perfekter Start war eh schon von vornherein ja nicht so. USA. Besseres Handling.
Also kein Nitro in der ersten Runde, okay. Toll, die habe ich immer alle Münzen eingesammelt und dann zählt das auch nicht mehr als Ziel. Jetzt hole ich mir den McLaren. Oder auch nicht, so jetzt aber. Und mit den Reifen müsste es eigentlich gehen, ja. So, jetzt habe ich dich. Geil! Das war ein Finish! Wow! Hammer Finish! Hammer! Meine Fresse! Niki Lauda nachher gestanden, Ziel mit Nitro abgehängt. Welch ein Finish, ey! Meine Fresse! Hol dir in Runde 2 keinen Sprit. Wer denkt denn an sowas, bitte? Eigentlich schon Spanien? Nee, also egal. Erlange mindestens Platz 3, benutze 4 Nitros, führe einen perfekten Start. Also komm, geht das schon wieder los? Naja, dann probieren wir es mal. Komm, mach eine neue, verbesserte Aerodynamik. Ja! Perfekter Start. Sehr geil. Dann noch Platz 3. Leider habe ich das andere schon wieder vergessen. Ja, manchmal muss man sich echt fragen, geht man jetzt das Risiko ein? Oder bremst man vielleicht auch noch vorher mal ganz kurz an? Wenn er vielleicht noch einen besseren Winkel hat, aber dann verliert man halt zu viel Zeit. Aber ein Crash kostet genauso viel Zeit, oder beziehungsweise sogar noch mehr. Und da muss man dann halt diverse Prioritäten setzen. Wo man halt dann jetzt tatsächlich...
Ja, zweiter Platz. Wow, wen habe ich denn jetzt noch abgeholt von den McLaren-Jungs? Niki Lauda war weit vorne. Wow. Wow, 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 wow. Was für ein erstes Kapitel in einem. Jo, da sehen wir den Tolman noch in Original. Ja, 13 von 21 Ziele erreicht, eine von 7 möglichen Goldtrophäen. Ja gut, wie gesagt, man merkt tatsächlich, dass das Fahrzeug sehr unterlegen ist und man hat natürlich überall hier und da Schwierigkeiten. Meine ein paar Strecken davon habe ich auch bereits mit dem Lotus gefahren. Der heißt ja hier natürlich anders, aber da war ich dominanter. Also man merkt es tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Da sind ja mal alle Autos ein bisschen gleich, aber der Unterschied ist wirklich extrem spürbar, finde ich. Also sehr gut gemacht. Man hat da tatsächlich ein bisschen was zu kämpfen. Ja. Kapitel 2 ist frei und damit auch die Zeit als Ayrton Senna von 85 bis 87 bei Lotus fuhr. Mit einem konkurrenzfähigen Fahrzeug. Das kommt aber in der nächsten Folge meines Let's Plays zu Horizon Chase Turbo Senna Forever DLC in dem Karrieremodus. Das war Folge 1, in der wir ja, das Debüt von Senna miterlebt haben im Tolman damals. Mit einem unterlegenen Auto 81% der Ziele abgeschlossen, also das Gesamtziel abgeschlossen. Eine Goldtrophäe habe ich reingefahren, gut. Ihr habt es gesehen, es war nicht sonderlich einfach und es wird auch nicht viel einfacher werden. Wobei später der Rivalenkampf hier, man sieht es bereits an den Bildern schon, ja. Und dann, das wird der legendäre Moment gewesen sein, als Senna halt in Brasilien auch endlich mal zu Hause gewann. Das blieb ihn ja relativ lange verwehrt. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer sage ich an dieser Stelle, bleibt gesund, bis demnächst, bye bye. Und kleine Anmerkung, mein absoluter Kauftipp, diese Erweiterung für Horizon Chase Turbo. Bis demnächst, bye bye.